Ben, komm her hier. Hey!
Jetzt kommt ihr nochmal zu euch. Ja, ja, ja. Ja. Das hast drin. Mami, lächeln! Liebe Schwerina und Gäste, die Karnevalsvereine haben sich hier eingefunden, um die Schlüsselgewalt am 11.11. für die närrische Zeit in Schwerin zu übernehmen. Es wird sicherlich für uns allen nicht einfach sein, die Kassen sind leer und der Karneval soll was draus machen. Wir haben so viele Narren, hier sehen wir sie alle, die sich einbringen wollen, um in dieser närrischen Zeit kulturelles Leben zu gestalten. Karneval ist Brauchtum und dieses Brauchtum, das wollen wir fördern. Wir werden in der Session mit vielen Veranstaltungen vor Ort sein. Karneval wird nicht nur im Norden gefeiert. Ich sage nicht nur im Norden, sondern auch im Süden. Wir bilden uns gar nichts ein. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern 80 Vereine, die mit dem Karneval-Landesverband verbunden sind und sich heute überall in den Städten zeigen und ganz einfach für Humor, für Frohsinn sorgen. Düstere Tage haben wir genug, die wollen wir wegstreichen in dieser Zeit. Und ich sage ganz einfach, hier sind unsere Vereine angetreten. Blau-Gelb mit dem Schlachtruf Schwerin. Hell! Der Schweriner Karnevalsclub 79. Heul! Hey! Und die Karnevalsgesellschaft Winden mit dem Schlachtruf Die Seemann Glock Glock und wir Schockstock! Wunderbar! Das sind die Schlachtrufe der Schweriner Vereine. Das erste Mal haben wir es jetzt fertig gebracht. Gemeinsam vom Südufer des Waffenreichs durch Schwerin zu ziehen. Und ich sage ein buntes Bild mit einem Prinzenpaar der Karnevalsgesellschaft Blau-Gelb, das heute für die Session mit der Regentschaft beginnt. Und es wird demnächst am 4. Dezember das Landesprinzenpaar in Güstrow gekürt, das dann die Geschicke des Landes auch übernimmt. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, den Schlüssel herauszufordern. Den Schlüssel herauszufordern von der Stadt. Ich hoffe, dass unsere Oberbürgermeisterin ist nicht da. Den Schlüssel hat heute unser stellvertretender OB, Herr Dr. Friedersdorf. Und wir wollen ihn fordern. Wir wollen ihn fordern für die nächste Session bis zum Aschermittwoch. Morgen, Herr Friedersdorf, Herr Dr. Friedersdorf, wir fordern für den Schlüssel. Um dort etwas reinzubringen. Ich muss aber auch schon sagen, unsere eine Kasse ist jetzt auch schon abhanden gekommen. Nee, da war die Kasse nicht mit vor Ort. Da fängt es schon an. Nein. Also ich übergebe diesen Schlüssel zum Rathaus für die Regentschaft 10-11. Da kamen wir als Vereine. Denkt an das Prinzenpaar oder an Sie. Aber mit einer Aufforderung. Das ist der Schlüssel für die Kasse. Die Kasse ist leer, wenn wir den Schlüssel zurückbekommen, dann soll die Kasse gefüllt sein. Sicherlich auch in Schwerin nicht einfach sein wird für unsere Karnevalsvereine. Denn auch unsere Karnevalsvereine müssen natürlich einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und das ist nicht immer einfach. Verbindung zu den Karnevalsvereinen knüpft, haben sie ein offenes Herz in der Stadt und ich freue mich immer wieder, dass wir hier im Rathaus dann einziehen dürfen. Heul! 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 Heul!
Verehrte Karnevalisten, meine Damen und Herren, die Karnevalsvereine haben die Regentschaft übernommen in der Stadt Schwerin. Ich sagte unten ein kleines Programm, die Karnevalsgesellschaft Blau-Gelb. Beginnt das Programm, ich bitte um Aufmarsch.